Metalhead hört zum ersten Mal Keanu so jung. Der hätte Casino Royale hören sollen. Als Metal-Fan. Crossover-Album. Casino Royale hätte der hören müssen. So jung? Boah, ich weiß nicht, ob ihm das gefallen wird. Hi, meine Freunde, Andi hier. Ich bin ein Metal-Fan und ich entdecke mit euch zusammen Deutschrap da draußen. Und es ist so krass. Ich kann mich nur mal bedanken bei Kianusch. Vielen, vielen lieben Dank, dass du meine Reaction angeguckt hast. Ey, ganz ehrlich, teilweise war es ein bisschen cringe von mir, weil ich, glaube ich, irgendwie 12 Zillionen Jahre gebraucht habe, um da in den Clip reinzukommen, die Reaction. Aber das war wirklich eines der, in Anführungsstrichen, früheren Reactions. Ich meine, ich bin jetzt wirklich nicht ein erfahrener Veteran in der Szene oder so, aber das war ein bisschen, dachte ich mir, oh, Andi, was laberst du, was laberst du? Aber es hat mir voll gefallen. Er meinte so, ne, hier, hättest du mal lieber Casino Royale angeguckt. Ich dachte mir dann im Nachhinein so, warum sollte ich mir das angucken? Und wenn er mir das empfiehlt, ganz ehrlich, von Artist zu Reactor, dann sage ich so, okay, let's do it. Und deswegen machen wir das heute, Leute. Wenn dir den Content gefällt, bitte lass mir auf jeden Fall ein Abo da. Like das Video, es hilft mir wirklich immens. Und wir checken heute gemeinsam Casino Royale von Kianusch und PA Sports. Ich habe die beiden hier schon mal separat gesehen. Also PA Sports so für sich, so Kianusch auch separat. Und ich bin jetzt so krass gespannt, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Und Freunde, ich bin intrigued so. Weil wenn er sagt, ich hätte als Metal-Fan, als Metalhead hätte ich Casino Royale hören sollen, kann ich mir so vorstellen, hier, dass hier Rock-Metal-Elemente und so weiter und so fort, Gitarren so mit drin sind. Ich bin so gespannt. Sweet Dreams. Oh. Sag wie willst du mich kriegen, wenn ich mit 600 PS durch die Straßen zieh? Schwarze Bentleys im Seitenspiegel, wir rollen im Konvoi und folgen über 30 Maschinen. Bin auf der Jagd. Stopp! Ist es dein Ernst, Alter? Ich hab Gänsehaut. Der bringt nicht wirklich ein Sweet Dreams. Ich bin komplett lost. Ich muss groß machen. Also. Okay, Grüße an die Comment-Section. Ich meinte, ich muss das Bild hier groß. Komm. Oh Gott, wie gut ist das denn? Sag wie willst du. Ey, wehe, ihr klippt das. Ich schwör's euch. Wehe, ihr klippt das. Nein, ist ohne Witz. Ich habe erstens mal Respekt davor, dass sich jemand daran wagt, so. Eurythmics im Original, glaube ich, oder? Und Manson hat es dann gecovert und tausend andere Bands und so. Aber das ist so ein zeitloses Ding, Mann. Ich bin gespannt, ob das jetzt das einzige, die einzige Referenz sein wird oder ob da noch mehrere Referenzen drin sein werden. Wenn nicht, ist es mir voll egal, weil das Ding ist ein Brett jetzt schon, 10 von 10. Und ich habe so Respekt, wenn sich ein Künstler an ein anderes Genre wagt und sagt so, hey, wir probieren das mal aus. Wir gucken uns das Ganze mal an, wir schauen, wie wir das adaptieren können, wie wir unseren eigenen Stil so draufbringen können. Bro, ohne Witz. Ey. Sag wie willst du mich kriegen, wenn ich mit 600 PS durch die Straßen zieh? Schwarze Bentleys im Seitenspiegel, wir rollen im Konvoi und folgen über 30 Maschinen. Bin auf der Jagd, way, way. Casino Royale, die Kripo am Arsch, wir sind nicht wow. Normal, way, way. Wenn der Richter dich fragt, sag niemals meinen Namen. Ich bin auf der Jagd, way, way. Casino Royale, die Kripo am Arsch, wir sind nicht normal, way, way. Wenn der Richter dich fragt, sag niemals meinen Namen, ich bin auf der Jagd. Was jetzt? Ihr dachtet alle, ich bin weg. Dass ich nicht lache, macht die Platte hier in 10 Tagen fresh. Relax, keine Sorge, gleich wird geflext. Und wenn dich das catcht, schreib mir ne Nachricht auf Instagram. Von wegen, ich mache damit nur eh ein paar Cent. Pack auf locker im Mund. Nachricht geht raus, auf jeden Fall. Er hat eine Band dabei, was? Wer ist das? Ich würde gerne, ich muss checken, wer das ist. Aber grundsätzlich, ey, erstmal komme ich nicht klar. So, das ist so gut. Moment, wie viele Views hat das Ding hier? Oh, okay, 7,8 Millionen. Geil. Das ist so ein Brett. Warum habe ich davon noch nie gehört? Guck mal, wie krass das ist. Ich feiere vor noch 5 Wochen. So, habe ich 20 Jahre lang, eigentlich noch länger, 25 Jahre, wann 14 so, 26 plus minus, nur Metal und alles, was so in die Richtung geht, gehört so. Und das habe ich aber nicht mitbekommen. Und normalerweise kriegt man ja auch oftmals solche Crossover-Dinger dann mit, weißt du? Oder, aber voll an mir vorbeigegangen. Vor 3 Jahren, wo war ich denn da? Oh,
Okay, das war eine dunkle Zeit in meinem Leben. Oh shit. Ja, okay, dann kein Wunder, dass ich das nicht mitbekommen habe, aber trotzdem ist es so krass und so heftig für mich. Ich traue mich gar nicht so weiterzumachen. Was jetzt? Ihr dachtet alle, ich bin weg. Boah. Dass ich nicht lache, mach die Platte hier in 10 Tagen fresh. Relax, keine Sorge, gleich wird geflext. Und wenn dich das catcht, schreib mir ne Nachricht auf Instagram. Von wegen, ich mache damit nur eh ein paar Cent. Pack auf locker im Monat 10k weg. Alles verdoppelt sich ohne Fake-Zahlen-Check. Meine History digital, das ist neben Update. Diese Killermaschine macht über 10 Jahren Rap. Dreh die Videos selber und chill bequem am Set. Mein Imperium wächst und alle 10 Grad Cash. Und ich kann keine ficken mit LEP-Karte. Bin auf der Jagd, way, way. Casino Royale, die Kripo am Arsch. Wir sind nicht normal, way, way. Wow. Wenn der Richter dich fragt, sag niemals meinen Namen. Ich bin auf der Jagd, way, way. Casino Royale, die Kripo am Arsch, wir sind nicht normal, way, way. Wenn der Richter dich fragt, sag niemals meinen Namen, ich bin auf der Jagd. Guten Morgen, meine Ladies, wollt ihr wissen, was im Safe liegt? Oh yeah. Der Pistole aus den 80s, CEO Drip, so wie Jay-Z. Millionen Klicks ohne Fake Streams, immer so fit wie die Navy. Nur ein Rohrschliff mit den Basies, denn wir holen dich wie das 80. Hallo Bra, ich komm in deine City ohne Bodyguard, ficke alles wie ein Kamehameha, ich hab alles. Ich kann gar nicht so krass auf den Text achten, aber der ist natürlich, da sind ein paar Bars drin, da musste ich schon wieder so schmunzeln. Das Ding ist, ich hatte ja, glaube ich, in dem so junge Video von Kianosch gesagt, so, wow, voll den Druck auf der Stimme, irgendwie voll krass und so, klingt so übertrieben. Was ist denn hier los, ey? Das ist ja, keine Ahnung, Kianosch on Steroids hier, das ist komplett. Hallo Bra, ich komm in deine City ohne Bodyguard, ficke alles wie ein Kamehameha. Ich hab alles da, komm, wir spielen Blackjack. Nimm dir 100 Mille Bar aus deinem Cashback. Zieh die Gat und puste alle weg. Genug jetzt, gab mein Leben für dieses Movement. Zu fresh, jeder einzelne Part ist ein Bootleg. Steig ein, bald ist dieser Zug weg. Bin auf der Jagd, way, way. Casino Royale, die Kripo am Arsch. Wir sind nicht normal, way, way. Wenn der Richter dich fragt, sag niemals meinen Namen. Ich bin auf der Jagd, way, way. Casino Royale, die Kripo am Arsch. Wir sind nicht normal, way, way. Sag, wie willst du mich kriegen, wenn ich mit 600 PS durch die Straßen zieh? Schwarze Bentleys im Seitenspiegel, wir rollen im Konvoi, uns folgen über 30 Maschinen. Das ist so ein Brett, Mann. Das ist so gut. Gibt's davon noch mehr? Feed me. Feed me. Alter. Leute, ich komme nicht drauf klar. Gibt's davon noch mehr? Oh, krass. Leute, das war Kianosch und PS Sports mit Casino Royale. Crossover. Ist es aus dem Album jetzt? Willst du mir sagen, da gibt's ein ganzes Album, das Crossover heißt? Es gab eine Crossover-Tour vor 3 Jahren. Warte mal. Wo waren die denn? Stuggy Boogie wäre bei mir. Fuck my life. Weinheim? Das ist voll in meiner Neighborhood so. Ich komme aus Mannheim. Das ist wirklich ein Katzensprung. Ich bin lost. Was habe ich mit meinem Leben gemacht so? Ich find's geil. Das ist das, was ich feier. Und also ganz abgesehen von einem Visual, von einem Video, das überkrassig ist, einen Song zu nehmen, der wirklich zeitlos ist und dann aber so zu transformieren, dass man nicht das Gefühl hat, dass das irgendwie, weißt du, so zweckentfremdet ist, dass man sich irgendwie fremdschämt, sondern wenn ich mit 600 PS durch die Straßen zieh. Oh. Schwarze Bentleys im Seitenspiegel, wir rollen im Korb. Hier auch, ne? Die Szene mit dem Pferd und mit den schwarzen Bentleys und dann das Pferd und dieser Atem so in der Luft, ey, das ist krass. Und wenn man ihn so sieht, ich habe es ja im letzten Video schon gesagt, er könnte ohne Witz, ey, auch von einer Band irgendwie ein Sänger sein und das klingt so geil. Ich feiere das komplett. Leute, das ist genau meine Welt. Ist so krass, wie sich hier die Universen merchen, Rap und Metal, und ich habe die ganze Zeit gedacht so, ja, weiß nicht, ey, ich komme nicht drauf klar. Ey, Kianosch, vielen, vielen lieben Dank an dich, dass du mir das empfohlen hast. Ich bin echt lost, Mann. Ich brauche das Album. Ich glaube, ich muss eine komplette Album-Reaction auf Crossover machen. Das hat mich komplett gehuckt und abgeholt. Wenn dir das gefallen hat, das Video, dann gib mir doch wirklich ein Like, share das, teile es mit deinen Freunden. Vielleicht hörst du draußen auch Metal und sagst, ey, ich habe das noch nie gehört. Oder du hörst Rap und sagst so, ich habe einen Best Buddy, so wie Klein Andi hier, und er muss es unbedingt hören.
Teil des, es ist so geil, Mann. Ohne Witz. Meine Freunde, ich wünsche einen schönen Abend. Ich bin lost und werde jetzt erstmal Tee trinken gehen. Bis zum nächsten Mal, euer Andi.